Aber warum sollte ich denn nur das machen, was das Spiel von mir möchte, dass ich das mache, ne? So. Ich muss ja eigentlich nur bis zu dem ersten hinkommen, oder nicht? Au! Die habe ich nicht, die habe ich irgendwie nicht beachtet. Ja, das schaffe ich auch nochmal, aber wie gesagt, man muss halt hier in diesem. Ich bin noch die Kameras nicht gewöhnt, weil die werden ja in dieser Welt eigentlich erst eingeführt und ich bin hier gleich in den Sublevel gegangen, anstatt erstmal die Hauptlevel zu machen. Und vielleicht war das nicht so die beste Idee, die ich hatte. Direkt sozusagen einfach mal in so einen Sublevel reinzugehen, anstatt ja, mich mit dem Haupt zu beschäftigen, bei denen mir das eigentlich alles erklärt wird, was ich hier machen muss, kann, soll, darf und was nicht darf. Aber es ist mir auch egal, ich mache es trotzdem einfach. Kleinste Lücke fällt sie rein, ne? Jetzt ist die Frage, ist da oben noch was? Wo bin ich hier? Ich habe nicht meine Ahnung, wo ich bin. Ach, ich bin beim Ziel, okay. Die Frage, ist da oben noch irgendwas oder ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich runtergefallen bin? Ich hoffe, da oben ist nichts. Aber ich glaube nicht. Da was ist. Da ist aber noch was. Dass ich nochmal zurückgeguckt habe. Da auch schon mal 6 von 8. Weil ich schon mal hier oben bin, kann ich es auch noch mal probieren. Wenn man auf dem Turm landet, hat man auch Probleme, ne? Ich habe mich gedasht. Moment, einmal die letzte Nachricht lesen. Ja, das ist voll mein Ding, ja, definitiv. Absolut, ich finde, es macht auch mega Spaß. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier auch eher so, was kann ich machen, was ich nicht machen soll? Spiel, gib mir Möglichkeiten, wie ich dich austricksen kann. Beziehungsweise, wie ich gucken kann, dass ich dich austrickse. Jetzt stelle ich fest, hier hinten ist halt wirklich nichts mehr. Aber jetzt weiß ich mal Bescheid. Ich habe fast das Loch getroffen. Was ich treffen wollte. Hier scheint ja jetzt offensichtlich nichts mehr zu sein. Dann gehen wir weiter. Okay. Da fehlen die grünen Dinger auch nicht rein. Das ist ein anderer Hut, ne? Den Hut habe ich aber noch nicht. Spiel macht doch nicht diesen. Ah, okay, das ist jetzt in diesem Level mal kein extra Hut, sondern das sind einfach Schalter. Okay. Ich dachte, das sind diese grünen Boxen, die ich auch bei dem anderen da brauche. Aber wenn das so Schalter sind, dann kann ich die ja doch aktivieren.
auch so in letzter Sekunde auf, ne? So wie der Abgrund. Aber ich habe mich schon gewundert, dass das so einfach ist. Aber hier würde man das sonst ab, glaube ich, sehen, wenn hier noch was groß wäre. Sieht er mich so? Ich sage jetzt mal nichts dazu, ne? Da ist kein Boden. Du kannst dich da nicht festhalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, das soll ich nicht machen. Okay. Ich will das machen. Ah, ja, komm, ey, das war jetzt aber auch echt, Du springst auch echt genau durch die Lücke, ne? Und der ist auch mehr blind als alles andere. Kann ich nicht einfach auch hier so ganz gerade rüberspringen? Und dann hier so quer und hier so ganz gerade? Ist doch viel einfacher. Warum habe ich es mir eben so schwer gemacht? Laufen. Da komme ich auch irgendwie rüber. Ich weiß nur noch nicht wie. Von da oben. Schätze ich mal. Warum bouncest du da runter? Das fand ich jetzt gemein. Fand ich jetzt frech. Oh nee, 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 nee. Ja, sehe ich gar nicht ein. Genau. Das sehe ich ein. Okay. Das sehe ich ein. Ich weiß zwar nicht so genau warum, aber ich sehe es ein. Doch, dass da gerade kein Vogel war, ne? Das Problem ist, ich habe jetzt halt nicht so Bock, das alles nochmal so in langsam zu machen, deswegen. Ich bin zu un. Ungeduldig. Okay, in der Ruhe liegt die Kraft. Versuchen wir es nochmal. Oh, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Gekrächze, ey. Ich bin zu ungeduldig für dieses Level, Leute. Es ist furchtbar. Nein! Da sind Leben. Deswegen, das war jetzt extra. Weil ich kann ja die Leben mitnehmen. Wofür habe ich die denn, wenn die schon da sind? Dann kann ich es auch mitnehmen. Und ob ich jetzt das Ganze noch einmal mache oder nicht, ist auch egal. So, ich habe jetzt mir gesagt, ich nehme mir jetzt Zeit für dieses Level. Ist mir egal. So, dann jetzt bin ich wieder voll. Das ist ja mehr wert als nicht voll zu sein, auch wenn ich direkt in den nächsten eigentlich wieder reinspringe, ne? Oh, wie kann man nur so... Ich möchte die letzte Krone halt auch haben noch, ne?
bekomme, was wolle. Immerhin habe ich von da oben gesehen, dass ich nichts. Huch, ich bin in der Kiste. Nicht zumachen, bitte. Ich bin nicht versandbereit. Immerhin habe ich jetzt von da oben gesehen, dass ich wirklich alles jetzt habe. Dann müssen wir nämlich nur noch diesen Weg einmal gehen. Und der ist ja eigentlich nicht so schwer. Hat mich bis jetzt nur zur Verzweiflung gebracht. Du bist auch manchmal ein bisschen. Willst du mich auch einfach nerven, ne? Ich meine, ich wollte diesem hier natürlich nochmal Hallo sagen, deswegen, ich wollte nochmal Tschüss sagen. Ich habe dem Hallo gesagt, aber nicht Tschüss, und deswegen wollte ich da nochmal hin. Ganz dringend und jetzt gerade schon wieder fast, weil ich noch wem anders auch nicht Tschüss gesagt habe, mir dann aber spontan überlegt habe, dass ich den nicht so mag wie den anderen, und dann bin ich wieder zurückgegangen. Jetzt! Vorsichtig, 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 vorsichtig. Neues Stück. Sieben von acht? Nein! Da oben bitte, das ist das letzte, oder? Spiel, das tust du mir nicht an. Nein, ich gehe erst wieder runter. Ich möchte an der Stelle hoch, wo das Geld ist. Ist hier das Geld? Ja. Oh, gut, damit habe ich nämlich hier Tatsache auch 8 von 8 und mein Ziel auf jeden Fall erreicht. Was ich erreichen wollte, nämlich die 8 von 8. Kommt doch bestimmt jetzt hier irgendwas Tolles, oder nicht? Hallo? Hä? Ja, ich weiß, ich muss wahrscheinlich das Ding, aber ich möchte meine Sanduhr haben. Hier oben ist auch nichts mehr. Ja, mir bleibt ja gar nichts anderes mehr übrig, als dann daher zu gehen, ne? Kann ich das hier kaputt machen? Nö. Hey, wofür habe ich das jetzt gemacht? Ich möchte meine Sanduhr haben. Ich gehe da gleich rein, also alles gut. Ich will hier nur wissen, was hier noch ist. So, man muss das Ding dafür kaputt machen. Das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Das ist aber wenig Geld. Das gibt viel Geld. Und da haben wir auch das. Wunderbare Prachtexemplar von Sanduhr. Und wir haben alle 8 Dinger, die können wir uns glaube ich auch angucken, ne? Ja, genau. Conductor and Grooves, Big Dream. Das hatten wir ja auch in Kapitel 1. Und da haben wir uns dann auch alles angeguckt. Oh.
Ich finde, wenn da sowas ist, lila ist immer episch, glaube ich. Das kann ich nicht einfach nicht nehmen. Ich muss den das behalten. Und komm, wir nehmen das auch gleich für den Eishut. Der ist ja gerade neu. Wir nehmen den auch gleich. Haben wir gleich ein neues Design für den. Danke, danke, Lucy. Ja, ich habe doch noch nicht mal den ersten Akt in diesem Filmset gemacht.